Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in unserem beschaulichen Studio. Mit ihrem Projekt Cuba Cor Libre wirbelten die vier Rüganer der Formation Cor ein wenig Staub auf. Matze, der gelassene Bassist der Band, beschloss, dass die Zeit reif war, Rügen für eine kurze Zeit zu verlassen, um gemeinsam mit Tendencia und Cor eine richtig geile Tour zu fahren. Und das mit dem Kopf durch die Wand. Die Band sammelte rund 14.000 Euro auf der Online-Plattform Startnext. 14.000 Euro, um die Tour auf Kuba zu finanzieren. Nur selten läuft bei Cor alles richtig glatt. So auch dieses Mal. Das US-amerikanische Unternehmen PayPal fror kurz nach Beginn der Finanzierungsphase auf Startnext ca. 3.000 Euro ein. PayPal stellte klar, dass das Geld keinesfalls für die Unterstützung der kubanischen Wirtschaft genutzt werden durfte. Laut US-Gesetzgebung. Das schlug Wellen und verhalf dem Projekt in die Tagespresse. In Deutschland sowie auf Kuba. An dieser Stelle vielen Dank. Als nachgewiesen werden konnte, dass das durch PayPal beschlagnahmte Geld für Flugtickets einer nicht-kubanischen Airline genutzt wurde, konnte das Abenteuer beginnen. Cor wären aber nicht Cor ohne dieses gewisse kleine Etwas, das sie von so vielen anderen Bands unterscheidet. Nämlich ernst gemeintes Sozialengagement. So sammelten sie getreu dem Motto "Ihr für uns und wir für euch" Instrumente und Zubehör, das sie gemeinsam mit Cubasi auf die weite Reise Richtung Karibik schickten. Instrumente und Zubehör für den kubanischen Underground. Eben die Bands und Musiker, die es so bitter nötig haben. So, jetzt müssten Bilder der Abreise vom Flughafen, Begrüßung und rumkommen, ist das richtig? Nee, ist zu abgelutscht, ist rausgeflogen. Okay, was aus den Plänen der vier jungen bis mittelalten Rüganer geworden ist, sehen Sie nun.